Dann verloren sie also im Tal den Großteil ihrer Einheit gegen die Russen. Wer überlebte? Montez, ich selbst, Cole und ein paar andere. Hat Captain Cole ihre Leute in den Tod geschickt? Was? Nein. Das dachten sie doch insgeheim. Oder etwa nicht? Ich habe in Bosnien 4 meiner besten Freunde verloren. Ein Raketenangriff. Der Typ, der Wache halten sollte, war eingeschlafen. 6 Monate war ich neben der Spur. Manchmal wollte ich ihn töten. Wir alle sprachen darüber. Ich glaube immer noch, dass alles seine Schuld war. Ich hätte Mitleid mit Ihnen, wenn Ihre Leute mir nicht noch mehr Leid täten. Denn Sie wussten nicht, wer Sie in Wirklichkeit sind. Sie hätten es verstanden. Und Sie? Hätten Sie verstanden, wenn Ihr Kamerad den Feind unterstützt hätte? Die Russen waren nicht unsere Feinde. Sie haben Ihre Freunde umgebracht! Schön locker, ganz locker. Während Sie noch im Iran im Einsatz waren, haben wir Bündelübertragungen zwischen Dima und seinen Handlangern in Kiew abfangen können. Er war zu der Zeit auch im Iran. Warum war Dima im Iran? Mit den Russen? Das ist eine berechtigte Frage. Willkommen zurück. Hier bei Battlefield 3. Ich habe mich entschlossen, den kurzen Ausflug mit der Stinger-Rakete dann doch noch an den anderen Part mit dran zu heften. Oh Mann, was passiert denn jetzt? Minimal hier. Hey, Vladimir und Kirill. Ah, okay, alles klar. Alles klar, Sauerstoffmaske, Freund. Zieh dich an! Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Jetzt geht's wohl los hier, oder was? Gehen wir runter mit der Plattform. Okay, wir sind wieder Dima Lück. Und Dima Lück. Ich glaube, jetzt wird's laut. Deswegen, Achtung, gleich geht's raus. Und zwar jetzt. Okay. Geil. Und hier ist schon der Röhre. Okay, wo ist die Röhre? Oh, wo ist mein Fallschirm? Shit. Wo ist die Röhre? Ich sehe nichts. Hatten wir sowas Ähnliches nicht auch bei Bad Company 2? Ah, natürlich. Aber was für eine Aussicht. Oh Mist. Wir müssen gucken, dass wir nicht abstürzen. Okay, hab ich. Halte die Augen offen am Absturzpunkt. Okay, hab ich. Ich bin da. Was haben wir denn da für eine schöne Waffe? Verschaffe dir Zutritt zu Kafarovs Anwesen. Das werden wir machen. Was haben wir noch für Waffen? Nichts. Ach du Schande. Und? Wen soll ich nehmen? Ja, worauf ich warte ist... auf das. So, das müsste erledigt sein. So, okay. Oh Mann, wer ist dort? Wer schießt denn da? Au! Den nehmen wir noch. Da hinten ist noch einer. Okay.
sind zu viele. Wir hätten das anders machen sollen. Das mal so zu sagen. Okay, ich gehe mal zu der Röhre. Alles klar. E drücken. Kiste zu öffnen. Ah! Ah, ich muss hier weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Alles klar. So. Was mit dir? Ah, ein Stein. Da hinten. Was ist da? Nichts. Ah doch, da ist einer. Da ist einer. Ach, den Kacklaser brauche ich doch gar nicht. So ein Scheiß. Achtung. Ah, hinter den Stein, hinter den Stein. Geh hinter den Stein. Glück. Mensch, was machst du denn? Eröffne das Feuer. So, schauen wir mal. Komm, wir werfen mal eine rein, um mal zu gucken. Oh. Was haben wir denn Schönes? Oh, geil. Ja, viele Schuss haben wir nicht. Macht aber nichts. Aber wir werden nochmal... Oh, wie lange dauert denn das? So, warte mal. Ich wollte mal gucken, was wir hier noch haben. Okay. Auch eine schöne Waffe. Die wir aber wahrscheinlich gar nicht brauchen werden. Oder? Versteht das jemand? Ups. Ups. Dringen Kamgolovs Dingsbums ein. Okay, das machen wir. Los geht's. Cool bleiben. Was mit dem Auto? Da können wir da einsteigen. Komm, hier. Warte, lass mich hier einsteigen. E drücken, einsteigen. Ja. Ah. Jetzt los rein, Jungs, in den wunderschönen Jeep. Lasst uns Feinde jagen. Hier ist kein Kode. Gut, wir их слышим. Die Maschine war eine gute Idee. Давай по дороге. Последние спутниковые изображения показали большую оживленность на вилле. У нас минут 30, может быть, даже меньше. Слушай, а если сразу поедем на виллу? Окна ведь тонированы. Они решат, что мы патруль, просто пропустят нас через ворота. Не-не-не, не рассчитывай на это. Смотри. Фак. Смешайся с конвоем, мы попадем с ними внутрь. Да, genau. Komm, zack, wir fahren da einfach rein. Das ist gute Может быть, удача на нашей стороне. Ха, до этого особо не везло. Kann ich nachladen. Shit. Die Amerikaner kommen. Sie sind in der Nähe von Gilad Valley. Schafft endlich alle hierher, wir verschwinden. Sir, der Luftraum ist problematisch. Ich bin mir der Situation bewusst. Tu einfach, was ich sage. Отлично. Отлично. Он догадывается, как мы близко. Все равно это будет натяг. Нам нужно быть готовыми ко всему. Кирилл первый. Я пойду вторым. Дима, подстрахуй нас. Будь готов к смене плана. Alles klar. Помни, ГРУ хочет взять Кафарова живым, но самое главное, это ядерный чемоданчик. Твою мать! Держись на расстоянии. Окей. Давай сделаем это. Приготовиться. Ворота! Ну, что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 ну! Mach da hin, fahr rein. Oh Mann, das sind so viele. Scheiße. Diese Poller. Gar nicht gucken. Okay. Merkt ihr den Code? Glück. Вон, биологический Scanner. Ach du Scheiße. Bioscanner. Они нас не пропустят, Дим. Возьми того, который справа. Жди моей команды. Nimm den rechten, жди, alles klar. Жди, жди. Три, два, один. Давай! Haben wir. Geil, ich hab wieder eine Pistole. Проверь дверь. Дверь еще продержится какое-то время. Давай! Вот так, как мы Check die Tür. Welche Tür? Diese Tür. Nee. Diese Tür. Ach, Mensch. Ich verlaufe mich aber ständig. Nee, diese Tür nicht. Ja, welche denn? Na doch. Komm. Ha. Warte. So, komm hoch. Komm, die heben wir direkt mal auf. Vielleicht ist die ja besser. Ah, ist genau die gleiche. Dann nehmen wir lieber die. Was haben wir denn hier? Wo müssen wir denn hin? Das sind doch unsere. Oh, shit. Was war das?
Arschloch. Uah! Ach, komm, hier. Runter, runter, runter. Oh, jetzt bomben die mir meine ganze Scheißdeckung weg. Okay, alles klar. Oh. Okay, Jungs. Ach, das geht doch so nicht gut. Wo kamen die denn her? Ah, Mist, was sterbe ich denn hier? Das ist ja der Wahnsinn. Glück. Kavarov. Mission Kavarov. Die Stinger ist eine Boden-Luft-Rakete zur Beseitigung von Boden-Luft... Bla. So, auf die Tür. Hoch und... So, gibt's erstmal eine. So, und hier. Tschack. Achtung. Jawohl. Ach du Scheiße, das ist wieder diese Scheiße hier. Ich habe keine Munition mehr. Wer bist du denn? Shit! Halt dich von den Autos fern. Glück! Ah, ein Schuss reicht. Das ist cool. Ah, Mist. Die Autos sind aber nicht wirklich eine gute Deckung, habe ich das Gefühl. Hier in... Ah! Was haben wir denn noch? Oh, Achtung. Aufheben. Oh ja, hier. Die nehmen wir doch. Nein! Ich will das auch jetzt nicht schon stundenlang spielen. Das ist wirklich ärgerlich, aber nichtsdestotrotz, es geht weiter. Halte bei geworfenen Granaten nach dem roten Symbol Ausschau und verschwinde aus der Gefahrenzone. Ja, ist klar. So, komm, mach mal den Drücker. Auf geht's, komm. Zack. Drücken. Pam. Hoch. Typen umknallen. Pam. Handgranate. Tschack. Und jetzt schon aufheben. Oh, was hat der denn? Was hat er denn diesmal ein anderes? Ah, das ist ja cool. Oh, ja. Komm hier. Komm. Du eins. Du. Und du. Panzerfaust. Wo war die Panzerfaust? Da kommt noch einer mit seinem Auto. Okay, steigt aus. Achtung, hier. Diese Panzerfaust muss ich... Legt euch hin, Jungs. Legt euch bloß hin. Dima, Feuerschutz, die Panzerfaust. Okay, alles klar. Warte. Ich muss erst nachladen, das dauert. Ach, die ist scheiße. Ah, die ist auch scheiße. Was machen wir denn? Oh, nein. Ich habe die falsche Waffe. Alles klar. So, nochmal. Marine. Scheiße. Warte, bis dein Squad ausrückt, bevor du dich dem nächsten Einsatzziel widmest. Na, das werden wir gleich sehen. Achtung. Und zack und Drücker und hoch und... Pom. Handgranate. Tschack. So, gleich nachladen. So, was haben wir noch für eine Waffe? Okay. Diese komische. Oh. Oh, wo hat's denn den hingelettert? So, machen wir das mal anders. Machen wir das mal so. Und so. Und... Oh, Pistole habe ich auch. Coole Sache. Ich wollte aber was ganz anderes. Und zwar diese. Wo ist denn meine 3? Was ist denn hier mit den Waffen? So. Und jetzt kommt doch irgendwie von da oben eine Rakete. Ja, guck mal da. Nee, das ist ein Blatt. Komm, leg dich hin, du Arschloch. Achtung. Runter. So wird das nix. Und jetzt gucken. Wo ist der Sack? Da oben. Ach, scheiße. Das machen wir beim nächsten Mal weiter. Das geht mir hier auf den Sack, ey, mit diesen Scheiß-Miste.